So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarun zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Ja, ich muss hier wohl mal wieder runtersteigen und ein bisschen Glas holen, was hoffentlich offscreen mal zum Brennen gelegt habe. Und wenn nicht, werde ich es jetzt tun. Da habe ich Sand mit dabei. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Da steige ich hier mal die ganzen Etagen vom Turm hinunter. Ja. Ja, es ist 23.36 Uhr. Und ja, es wird Zeit für eine neue Runde Minecraft Arno. Wochenende, also wenn ich das aufnehme, das Wochenende. Ich glaube, dieses Video kommt am Donnerstag, wenn ich es richtig geguckt habe. Ja. Aber heute, wenn ich das aufnehme, ist Samstag, Wochenende. Also gerade so noch Wochenende. Also, ihr habt es gehört, 23 Uhr irgendwas kurz vor Mitternacht. Also, naja, kurz vor Mitternacht ist, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid, was ich meine. Am Wochenende, kurz vor Mitternacht, ist Aufnahmezeit. Oh, Glas, das ist gut, das brauchen wir. Lass noch ein bisschen Stein mit, lass noch ein bisschen Sand mit reinlegen, damit es weiter brennen kann. 44 wird vielleicht reichen, aber vielleicht auch nicht. Mal schauen. Na? Ja, heute soll es ein wenig um die bald anstehende Europawahl 2019 heute soll es ein bisschen darum gehen. Und ich habe mir heute mal den Wahlomaten vorgenommen. Nein, ich werde den Wahlomaten nicht nochmal machen. Keine Angst. Den habe ich bereits schon in einem Video gemacht. Das gibt's auch auf meinem Kanal zu sehen. Ich bin vorsichtig, wenn ich sage, verlinkt in der Videobeschreibung. Ich kann es ja mal versuchen, es ist in der Infobox und vielleicht in der Videobeschreibung wird schwer. Das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht gepackt. Aber nee, die verändere ich am liebsten nicht. Da komme ich eh nicht dazu. Autsch. Fallschirm. Aber ich kann es ja mal versuchen. Ich kann ja... Au. Hey, nicht so runterfallen. Ich sterbe hier noch. Ich kann ja mal versuchen, dran zu denken, das mal in die Infobox zu packen. Ja, vielleicht schaffe ich es. Und dann packe ich es tatsächlich mal in die Infobox. Ja, kommen wir mal zum Punkt. Ich rede hier wieder um den heißen Brei. Ja. Und wer ist dazu ein paar Thesen des Wahlomaten? Meine Meinung sagen. Ich werde einfach da mal so ein bisschen, ja, daraus ein kleines Bildungsdingens machen. Denke ich zumindest so. Ich interpretiere es so als Bildungsinformationsvideo. Ich werde nicht hauptsächlich meine Meinung sagen, schon ein bisschen, aber ich werde zumindest die Themen mir mal angucken und da ein bisschen was, ja, vielleicht auch erklären, so ein bisschen, soweit ich das verstehen kann, und da meinen Senf zu geben. Also soll jetzt kein Meinungsvideo sein, versteht er. Man soll informieren und ja, dann als Nebensache dann auch noch ein bisschen Meinung zeigen. So, da haben wir das Dach zu. Die Kuppel zugedeckt. Na, sehr schön. Können wir den Schnee wegmachen und dann gehen wir vielleicht mal runter uns ein Bett holen. Wir sollten hier für die Bauarbeiten wirklich mal ein Bett. Ach, die Bauarbeiten sind schon fast vorbei. Das lohnt sich wirklich nicht, noch hier ein Bett aufzustellen für das nächste Gebäude, was wir hier bauen. Unbedingt.
So, guck mal, ich habe jetzt hier schon bestimmt 10 Minuten drumherum geredet. Die erste These ist direkt die erste These vom Wahlomat. Heißt EU-weite Bürgerentscheide. Es sollen EU-weite verbindliche Bürgerentscheide eingeführt werden. Dann gibt es beim Wahlomat immer die Variante Stimme zu, neutral, Stimme nicht zu. Ja. Um gleich mal mit meiner Meinung zu kommen, da habe ich wahrscheinlich auch im Video, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, wie ich dazu gestimmt habe. Ich habe da zugestimmt, also ich habe gesagt, Stimme zu. Zumindest würde ich so sagen, oder? Habe ich damals im Video so gemacht. Jedenfalls würde ich jetzt spontan da mal zustimmen. Ich stimme EU-weiten Bürgerentscheiden zu. Das mal erklärt kurz, also ja, warum, wie, was ist überhaupt, ja, es sollen EU-weite verbindliche Bürgerentscheide, ja, das hieß also, Bürgerentscheide hießen also bei zumindest einigen, nicht allen, aber einigen Sachen, die so das Volk angehen, würde das Volk direkt gefragt werden. Also zum Beispiel bei manchen Themen, nehmen wir jetzt zum Beispiel die Urheberrechtsreform, nehmen wir eine Urheberrechtsreform, eine fiktive Urheberrechtsreform, die in einem fiktiven Europaparlament fiktiv behandelt werden würde. Da würde man dann, wie es schon in manchen Ländern möglich ist, in einer direkten Demokratie ist das so der Fall, würde man halt, ich denke, das ist halt, würden halt bestimmte Personengruppen, also sicher nicht alle, aber ein paar Personen ausgewählt, die dann dort, vielleicht kann man sich auch freiwillig melden, aber bestimmte Leute, bestimmte Bürgergruppen, vielleicht zum Beispiel, wenn man das Thema Urheberrechtsreform nehmen würde, dann vielleicht, würde es vielleicht dann Sinn machen, die Betroffenen dort halt zu befragen und dann halt Bürger dort in eine Gruppe zu nehmen, also halt IT-Experten oder mal halt irgendwie, nein, nicht Experten, sondern vielleicht auch Leute, die sich mit Urheberrecht zu tun haben, die in ihrem Alltag vielleicht irgendwie, ja, Bürger, die da was mit am Hut haben, und die würde man dann befragen, was haltet ihr denn davon? Und ja, die dürften dann dazu sagen, also ich erkläre das mal so blöd, ja, Bürgerentscheide gibt es schon, ich glaube in der Schweiz. Die haben es schon ein bisschen versucht. Achso, ich will jetzt Stein brennen. Ja, Glas haben wir auf jeden Fall genug. Ich brauche noch ein bisschen Stein, um den Boden da auszukleiden. Dann brennen wir noch ein bisschen Bruchstein. Warum nicht? Haben wir noch genug? So, und dann können wir uns erstmal um die Scheiben kümmern. Ja, Bürgerentscheide bin ich generell dafür, wie schon gesagt, aus dem Grund, weil ich es einfach, es hat sich, ach du Schande, sieht das blöd aus. Ich sehe gerade die Kuppel dort oben drauf. Da müssen wir eventuell noch ein bisschen was umbauen. Wie schon gesagt, da vielleicht ein bisschen breiter machen, das halt so ein bisschen auf die, ja, ein bisschen auf eine Plattform-Ebene ziehen. Ja. Was wollte ich gerade sagen? Bürgerentscheide. Ich finde in der EU, also auch in Deutschland und gerade in Europa-Ebene, auf Europa-Ebene wird das noch deutlicher. Da gibt's einige Gesetze, die ja ziemlich verdeckt gestimmt werden. Also da gibt's,
hat man bei Artikel 13 als gutes Beispiel schon gesehen. Die ersten Trilogverhandlungen finden hinter verschlossenen Türen, hinter der verschlossenen Tür statt. Und generell ist auch nicht ganz klar, ja, ist nicht jedem klar, wie funktioniert das, wer stimmt über was ab. Und dann wird das erste Mal noch dort abgestimmt und hier und dort und überhaupt erst auf fünfter und sechster Ebene bestimmt. Und ja, wenn man nicht direkt dort hingeht und sich direkt dort nachfragt und direkt engagiert und sich dafür einsetzt, kriegt man als Bürger da eigentlich relativ wenig von mit. Ja, wenn man wirklich eine richtige Demokratie im Sinne der Erfindung Demokratie, im Sinne des Wortes machen wollte, müsste man eigentlich, meiner Meinung zumindest nach, müsste man da wie in einer direkten Demokratie das Volk auch befragen, was also die Bürger in Bürgerentscheiden mal befragen, was sie denn dazu meinen. Ja, jetzt hängt dieser dreckige Block da rum. Der Dios-Block. Und es geht langsam das Glas aus. Das wird, glaube ich, nicht ganz reichen. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen Sand brennen. So, die habe ich gleich den zweiten. Die zweite Frage im Wahlomaten ausgewählt. Will ich auch mal erwähnen, will ich auch mal dazu Stellung beziehen und da mal was zu sagen. Das wäre da der CO2-Ausstoß. Die EU soll sich höhere Ziele zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes setzen. Ja, das trifft gerade so ein bisschen vor allem den Klimaschutz. Oh wei, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ich will nur den kleinen weg. So. In Sachen Klimaschutz auf CO2 ein bisschen achten und da ein bisschen was abbauen. Auf CO2-Ausstoß achten. Ja, erklärt sich eigentlich relativ gut von selbst. Da ein paar Regelungen geschaffen werden, dass zum Beispiel einige Dieselfahrzeuge nicht mehr ins Zentrum der Städte rein dürfen, in bestimmten Städten Fahrverbote, Fahrverbote bekommen und da insoweit ein bisschen begrenzt werden. Und auch bei CO2-Ausstoß, ja, erstens sind die Fahrverbote in bestimmten Zonen wichtig und andererseits ist auch das Gegenwirken gegen Betrugssoftware und so weiter eine wichtige Maßnahme, die man dort ansetzen sollte. Ja. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer Klimawandel ist gerade ein sehr heißes und sehr wichtiges Thema. Und ja, da kann man eigentlich nicht genug betonen, dass da was getan werden muss. Und ja, da ist eine CO2-Ausstoß-Sache, genau das, eine CO2-Regelung, genau ein richtiger Weg in die richtige Richtung. Ja. Nationale Währung. Deutschland soll anstelle des Euros wieder eine nationale Währung einführen. Ja, auch ein Thema, was
brandheiß, gerade in, ja, manchmal sehr rechten Kreisen besprochen wird. Sag ich mal so. Ich habe vorhin mal beim Wahlomaten auf die Entscheidungen der Parteien geguckt. Hab mal geguckt, wer, gerade bei dieser Frage hat es mich interessiert, wer hat dafür gestimmt und wer dagegen. Also wer hat sich geäußert, dass er für eine nationale Währung und gegen den Euro ist. Und wer sich für den Euro und gegen die nationale Währung ausspricht. Ja, und da habe ich auch gerade gesehen, sind überraschend, also eher weniger überraschend, sind das hauptsächlich rechte Parteien, die da sagen, wir wollen, ich brauche Sand. Ja, nein, das sagen sie nicht, wir wollen wieder zum Beispiel in Deutschland Deutsche. Ja, das geht ja, Deutschland soll anstelle des Euros für eine nationale Währung einführen, ist die Forderung. Und gerade da, ja, aber noch einige, zum Beispiel die AfD, um einen Namen zu nennen. Die NPD habe ich auch gesehen, aber auch einige Tierschutzvereine haben sich dafür ausgesprochen, also für die nationale Währung auch gesehen. Die Bayernpartei. Natürlich. Sand muss ich sammeln. Erstmal schlafen gehen. Das ist, glaube ich, der richtige Weg hier. Bevor uns noch ein Monster in die Luft springt. Oder zerkloppt. Ja. Nationale Währung. Ja. Und was soll man dazu erklären? Es bringt wohl ein bisschen, ein Argument dafür wäre wohl irgendwie so ein bisschen, dass die Preise, also so ein bisschen habe ich gehört, so Preise, Steigerung und so weiter, Spekulierungen und so weiter. Aber gut. Was soll man dazu sagen? Ich glaube vor allem der Aspekt, der die rechten Parteien interessiert, ist halt irgendwie ja die Abschottung von Europa. Nein zu Europa. Ja, interessant sich auch mal die rechten Parteien anzugucken. Muss man nicht machen, kann man aber auch mal interessant zu sehen, was da abläuft. Ja, meine Stimme dazu eindeutig dagegen. Ich wüsste nicht, warum man den Euro abschaffen sollte. Ich sehe da keinen Sinn darin. Hat sich bisher eigentlich, naja gut, doch weitestgehend bewährt und ich wüsste nicht, warum man zu alten, schon abgeschafften Varianten und Währungen, Zahlungsmethoden zurückkehren sollte. Das hat mich ja in dem Sinne, da bin ich dagegen, eindeutig. Also, ich bin für den Euro. Ich sehe es nicht, warum man den abschaffen sollte. Sand, da können wir wieder was reintun. Sehr gut, haben wir wieder Glas. Hier ein paar Scheiben machen. Ja, gut, zur nächsten Frage. Auch ganz brandheiß und sehr gut mal zum Diskutieren. Na, zum Diskutieren jetzt nicht, aber zum Ansprechen gerade. Ja, die Seenotrettung im Mittelmeer. Die EU soll private Seenotrettungsinitiativen im Mittelmeer unterstützen. Ja. Auch eigentlich klar, was damit gemeint ist. Die Rettung von Flüchtlingen, die mit dem Schlauchboot meistens oder anderen Booten floßen, manchmal sogar übers Mittelmeer kommen.
die dann meistens bisher doch dort im Stich gelassen werden und ja, teilweise sehr schlimm ertrinken und nicht gerettet werden und von manchen Ländern, die sie nicht aufnehmen wollen, ja, im Stich gelassen und untergehen lassen werden. Ja, das war kein gutes Deutsch. Diese Leute gibt es, die sagen, ja, also wo jetzt schon die Länder sich sagen, nee, wollen wir nicht retten, mache ich das halt als Captain. Ich habe ein Schiff, ich habe einen kleinen Kutter und ja, ich sehe dort draußen auf dem Meer Leute auf ihrem billigen Fluss rumdümpeln und ich will die retten, ich hole die auf meinem Schiff, ich kann's nicht verantworten, dass ich die einfach ertrinken lasse, was ja irgendwie ziemlich menschlich ist, die nicht ertrinken zu lassen. Und nehmen die bei sich auf. Und dann gibt es momentan einige Länder, unter anderem auch Deutschland, macht da ordentlich mit, die da sagen, nee, das geht nicht, das ist also, hoppla, muss mein Handy hier gerade wieder aktivieren, das geht nicht, ihr könnt die nicht aufnehmen und dann Strafen gegen die Kapitäne verhängen, die dort Flüchtlingen geholfen haben. Ja. Da kann ich nur sagen, da die Initiativen also zu fördern, also das ist der einzig wahre Weg, wie ich finde, also da meine Meinung zu ja und nochmal ja, also Flüchtlinge statt sie im Mittelmeer ertrinken zu lassen, mal zu fördern und ja, da Leute, die dort zur Hilfe eilen, die zu unterstützen, das ist, ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall eine förderungswürdige Sache. Also, warum sollte man dazu Nein sagen? Dazu auch ein eindeutiges Ja von mir. Hier wäre es mal nicht dumm, mal ein paar Fenster einzubauen. Ich versuche es mal. Da bräuchte man eigentlich Blocks. Aber ja. Eine Seenotrettung im Mittelmeer. Ja. Okay, haben wir. Auch wieder ein flüchtiges Thema. Nee, komm, hatten wir jetzt, das müssen wir nicht nochmal machen. Presse- und Meinungsfreiheit. Die EU soll Mitgliedstaaten finanziell bestrafen, die Presse- und Meinungsfreiheit verletzen. Ja. Da muss also dann demnächst auch Deutschland bestraft werden, oder was? Die EU soll sich dann selbst bestrafen. Ja. Urheberrechtsreform, Artikel 13. Meiner Meinung nach, also nicht nur meiner Meinung nach, aber auch meiner Meinung nach, eine Verletzung der Presse- und Meinungsfreiheit, vor allem der Meinungsfreiheit, der Redefreiheit. Ganz klar. Würde ich mal sagen, dann soll sich die EU doch mal selbst bestrafen. Erdogan und ja, vielleicht auch Russland so ein bisschen, wo da Sachen, Aktionen gezogen werden, die gegen die Pressefreiheit gerichtet sind. Die Türkei ist da gerade gut dabei, Presse- und Meinungsfreiheit zu unterdrücken. Ja. Auf jeden Fall. Also da mal ja, eine Erklärung von mir. Ja,
Was soll ich sagen? Aus, dass ich hier falsch gebaut habe. Wenn sowas misshandelt wird, dann, wenn die Grundrechte misshandelt werden, muss was bestraft werden. Das kann nicht ohne Konsequenzen bleiben. Also auch dazu ja. Unbedingt. Meinungsfreiheit wahren heißt auch, Leute, die Meinungsfreiheit nicht wahren, sagen, nee, Leute, so geht das nicht, wie ihr das macht. Ja, da muss die EU dann Machtwort sprechen und sagen, ja, da gibt es Strafen drauf. Rechtliche Ehe, die EU soll sich dafür einsetzen, alle Mitgliedstaaten die gleichgeschlechtliche Ehe einzuführen. Ja, die gleichgeschlechtliche Ehe, wer kennt es noch nicht, bitte melden. Wer hat noch nie was von gleichgeschlechtlicher Ehe gehört? Ja, also nicht. Über. Verdammt. Rechtzeitig gekommen. Hat ein Loch in den Boden gerissen oder was? Jo. Schnell ins Bettchen. Damit wir hier nicht vom nächsten Creeper in die Luft gerissen werden. Ja, gleichgeschlechtliche Ehe. Also, dass Mann und Mann eine Partnerschaft miteinander machen. Oder Frau und Frau heiraten dürfen. Ja. Mehr ist es nicht. Ja. Also, Homo-Ehen. Wenn. Also nicht Mann und Frau, sondern Mann und Mann und Frau und Frau. Ist hoffentlich klar. War hoffentlich schon vorher klar. Ach du Schande. Die Kuppe wird immer blöder. Aber ja. Als ob der Turm nicht eh schon blöd genug aussieht. Naja, ich baue das jetzt noch ein bisschen um und dann haben wir die Kuppe in diesem Part zumindest weitestgehend fertig. Dann machen wir im nächsten Part dann noch ein bisschen Verschönerungsarbeiten. Zum Beispiel Fenster, Glas, was ich jetzt vergessen habe. Deshalb bin ich ja wieder auf dem Weg nach oben. Ja. So gleichgeschlechtlich hier. Muss man da. Ja, man muss eigentlich noch aufklären dazu. Ist schade. Aber ich vertraue jetzt mal darauf, dass meine Zuschauer gebildete Leute sind. Ich bin der Überzeugung, ja, ich bin der Überzeugung. Ich glaube daran, dass meine Zuschauer zumindest in einfachen Gebieten, also vielleicht nicht in jedem politischen Thema, aber ja, zumindest Allgemeinwissen. Ja, jetzt habe ich mich wieder zugebaut hier. Allgemeinwissen einigermaßen in Ordnung sind und da, ja, verstehen, was bei manchen Themen ein Dömmchen nach oben dafür. Mein Ja zur Homo-Ehe, zur gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Ja. Ja. Rückwärtsgewandte Sachen müssen einfach. Oh, da hat sich jetzt Schnee oben drauf gesammelt. Das ist nicht so gut. Da ist dann natürlich irgendwie der Blick versperrt. Ja, gegen rückwärtsgewandte Theorien und Weltbilder. Oh, ich bin heute auch am Stottern. Unnormal. Da muss was gegen getan werden. Da muss was gemacht werden. Da muss ich eingesetzt werden. Ob nun jetzt links oder rechts. Ja, Extremisten sind eh nicht. Sind eh nicht die feinsten Sachen. Extremismus ist nicht das Feinste. Ja,
Also ja, Initiativen gegen Antisemitismus unterstützen. Ja, ich glaube, der Part geht jetzt schon ein Weilchen. Ach, verdammt! Da bin ich zum Ende nochmal gestorben. Ja, ich hätte jetzt hier noch ein paar Themen gehabt. Da würde ich mal sagen, wichtig, was noch eine wichtige These, die ich noch ansprechen wollte. Wahlen ab 16, Jugendliche sollen ab 16 Jahren bei der Europawahl wählen dürfen. Da sage ich auch unbedingt ja, ja, ja dazu. Jetzt hat man zwar viele Themen, die ich mit ja beantworten will, aber ja, so ist das auch. Unbedingt. Da habe ich ja schon mal in einem Video was dazu gesagt, habe ich schon mal so, war ein bisschen lustig gemeint, aber kann man auch so sagen. Ich habe den Witz, den ich mal gemacht habe, kann man auch ernst meinen und sagen, ja, Wahlen, auch für Wahlen für Säuglinge, Wahlalter 3 Jahre einführen. Warum nicht? Also, Wahlalter 16 ist jetzt was anderes, ist jetzt was ernst gemeint, ist jetzt nicht so ein witziges, ist wirklich ernste Sache, aber warum nicht? Wenn Leute, wenn Letztwähler mit 90, 80 Jahren noch kurz, also kurz vorm Abkratzen ist vielleicht ein bisschen schlimm gesagt. Ja, mein dunkler schwarzer Humor. Wenn jetzt wieder wählen dürfen, oder wie die Partei das so gut gesagt hat, wenn Leute in ihren letzten 18 Lebensjahren wählen dürfen, warum dürfen dann Leute in ihren ersten 18 Lebensjahren nicht wählen? Ja, vielleicht sollte man ja auch Wahlen einfach mal nicht auf das Alter festlegen, sondern man sollte mal gucken, ob Leute wahlfähig sind, ob die dazu geistig in der Lage sind. Da gibt es nämlich einige Menschen, ja, sollte man vielleicht mal einen Test machen. Sollte man vorher mal einen Test machen, den du bestehen musst, bevor du wählen gehen kannst. Ob du ein IQ über 25 hast. Ich weiß, da würden viele rausfallen. Und manche Parteien hätten keine Wähler mehr. Aber ja, das ist mal ganz satirisch gesagt. Ja, ist eigentlich albern, darüber zu diskutieren. Es gibt manche 16-Jährige, um das nochmal so zum Schluss zu sagen, es gibt einige 16-Jährige, die sich besser mit politischen Themen auskennen und besser da was zu sagen können und besser politisch gebildet sind als manche 50, 60 und 70-Jährige und da sehr wohl ein Kreuz für eine Partei machen können, die dazu in der Lage sind, da sich eine politische Meinung zu bilden und da seine Stimme abzugeben. Ja, also dazu nochmal ja. Ja zu Wahlen ab 16. Also, ich mach's mal kurz. Ich weiß nicht, wie lange dieser Part hier schon ist. Ob ich da schon wahnsinnig überzogen habe oder ob ich das jetzt im nächsten Part mit reingenommen habe. Ich werde mal gucken, wie ich das schneide. Vielleicht schneide ich das noch wahnsinnig zusammen. Mal gucken. Jedenfalls, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, wenn ihr ein weiteres Video mal in dem Zimmer First verpassen wollt. Oh, ist jetzt auch mal gut mit dem Fassbend. Im ständigen Rumgestotterer. Ja. Haben wir heute mal ein paar politische Themen
paar Wahlthemen, Wahlkampfthemen, Wahl-O-Mat-Themen ein bisschen vielleicht auch erklärt, vielleicht auch ja, meine Meinung gesagt, so ein bisschen gedeutet und meinen Senf dazugegeben. Ja, habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich auf jeden Fall, oder man sieht sich hoffentlich in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Da wird der Turm noch ein bisschen weiter gemacht. Ein bisschen müssen wir noch. Ja, bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.